Ja, heute mal in einem Ibis. Da ist der Rundgang etwas unspektakulärer. Konkret hier der Nassbereich, allerdings schön mit Föhn, extra Steckdose, Seife, Handtücher, Hygienetücher, Spiegel und natürlich eine Dusche, ebenfalls mit Seife. Ansonsten ein Bett, was tatsächlich wohl auch ein Doppelbett ist, was man an den beiden Kissen sieht. Erinnert mich daran, dass ich mal in einem Ibis in London mit einem Kumpel zusammen geschlafen habe. Da wird es dann im Doppelbett ein bisschen eng. Bei Paaren geht das vermutlich eher. Hier haben wir die Fernbedienung für den Fernseher. Da ist noch der Spiegel und die Garderobe. Ja, Kopfteil. Hier noch ein Bild, Telefon, Schrank, zusätzliche Ablagefläche, Safe entdecke ich jetzt spontan keinen. Wenn ich noch einen finden sollte, ergänze ich es, aber ich glaube, da ist keiner. Hier noch die Stühle. Ja, die Aussicht, wenn man so rüber guckt, ist wirklich sehr nett. Wenn man darüber schaut, hat man dann gleich eine große Straße mit Tankstelle, was allerdings auch Essen und Trinken quasi lange Zeit garantiert. Drüber die malerischen Weinberge und so, ist echt nett und man hört die Straße auch ganz, ganz wenig. Das funktioniert schon. So viel zum Thema Ibis in Würzburg.